Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Varo News. Heute muss ich einfach mal den 6. Tag und den 7. Tag zusammenfassen, weil es mir leider nicht möglich war, gestern ein Video zu machen. Tut mir leid, aber es wird heute auf jeden Fall noch eine Folge der Varo News kommen. Dabei wird dann aber der 8. Tag nochmal Revue passiert. Aber nun zu Tag 6 und Tag 7. Es ist nämlich was passiert, womit eigentlich so gar keiner gerechnet hatte. Nämlich ungespielt muss Varo kurzzeitig verlassen. Jetzt fragt man sich, ja, aber man hat auch in dem Video gar nichts gesehen in der Folge von ihm, dass er einen Kampf hatte oder sowas. Ja, das ist schon richtig, aber er hat leider 3 Strikes bekommen und muss daher Varo verlassen. Und zwar hat er nämlich das Default Texture Pack genutzt und das Regelwerk besagt nun mal, dass man das Fateful Reese's Pack nehmen muss. Und das hat er halt über 3 Folgen nicht gemerkt und damit 3 Folgen produziert. Ja, und das sind nun mal dann 3 Strikes. Petrit hatte ja eine ähnliche Situation, wo er halt einen Strike bekommen hatte wegen einem falschen Texture Pack. Und Bram ist nun mal wegen dem Shader auch rausgeflogen. Deshalb ist ungespielt jetzt leider raus, so wie es zumindest aussieht. Es wurde noch auf jeden Fall sehr, sehr viel in der Gruppe diskutiert, so habe ich es mitbekommen. Phasen HD lebt aber weiterhin und muss sich nun natürlich alleine dieser ganz gefährlichen Welt stellen. Nun ja, aber Phasen hat es auch alleine sehr, sehr gut gemacht, denn das Team unfassbar mit ungespielt und Phasen, die haben ja ein Sniping vorbereitet. Und zwar nämlich auf Tenendo und Easy. Und dieses war auch mehr oder weniger erfolgreich. Phasen konnte alleine Tenendo schnetzeln, indem er einen Lava-Block quasi, einen Lava-Eimer in ihn reingesetzt hatte, sodass er verbrannt ist. Dadurch hat er aber leider keinen Equip-Vorteil bekommen. Easy war kurzzeitig auf dem Server, war dann aber wieder unten und ist sich somit dieser Gefahrensituation entzogen. Weiteres ist an diesen beiden Tagen eigentlich nicht passiert. Einen Hinweis vielleicht noch zum Statement-Video von Concrafter. Er hat nämlich ein Entschuldigungsvideo rausgehauen, was ich sehr, sehr gut finde. Und beleuchte da nochmal so seine Sichtweise. Und ich bitte euch, das einfach anzugucken, da ich ja auch dieses Statement-Video dazu veröffentlicht habe. Und wie man es ein bisschen herausgehört hat, haben wir es tatsächlich richtig analysiert, sodass er wirklich auch der Auffassung war, dass Mr. Morgame gegen ihn was hatte, aber dem war ja jetzt generell nicht so, hat sich herausgestellt und damit möchte ich das Thema eigentlich auch hier schon beenden. Ansonsten gibt es wieder einige Diamanten für viele verschiedene Teams, schaut da einfach mal stichprobenartig von mir aus rein. Ansonsten ist nicht super viel passiert, es gibt nämlich noch ein paar Fire Aspect Schwerter, das vielleicht nochmal so als Hinweis, aber ansonsten rechne ich auf jeden Fall auch mit einigen spannenden Folgen in den nächsten Tagen. Viele bereiten nämlich was vor, was vielleicht auf einen Sniping hindeutet. Was ich vielleicht noch kurz erwähnen kann, ist die Folge von Dena und Toby Nation, die gleich zweimal in eine Falle getappt sind, und zwar in eine super spektakuläre Falle. Dena beispielsweise hat einen Quarzblock im Nether abgebaut und unter ihm war dann Lava und alles wurde weggesprengt durch TNT. Sehr, sehr coole Falle, aber ja, er hat sie tatsächlich überlebt. Und Toby Nation ist was Ähnliches passiert und er hat diese Falle auch überlebt, weil sie dann wirklich schnell ein Cauldron im Nether placen können und ihr Fire quasi löschen können. Das soll es aber schon wieder gewesen sein mit den Varo News vom 6. und 7. Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Varo News.